Erstkommunion. Das wird in diesem Dorf noch sehr traditionell zelebriert und sehr ernsthaft genommen. Für diese paar Erstkommunikanten, wir haben ja nur 1900 Seelen der Dorfbevölkerung, rückt die gesamte Dorfmusikkapelle aus. Das sind also 50 bis 60 Mann und geben dadurch ihre Wertschätzung und ihre Ehre an diesen Tag. Es schaut aus wie eine Prozession. Der Pfarrer voraus, den Ministranten, die Kinder, die alle Kutten tragen, damit der soziale Unterschied nicht zugegeben ist und alle gleich sind. Die Kinder werden begleitet von 12- bis 14-jährigen Mädchen, die noch die weiße Juppe tragen dürfen. Und auch das Tschapele. Das Tschapele ist die kleine goldene Krone, die die Mädchen bis zu ihrer Verheiratung tragen dürfen, also sprich bis zur Hochzeitsnacht. Sie könnten auch diese weiße Juppe als Hochzeitskleid verwenden, aber mit der Hochzeitsnacht ist das Tschapele dann nicht mehr erlaubt. Und auch natürlich nicht das weiße Kleid. Dahinter die Eltern, wobei die Eltern auch, vor allem die Frauen, die Landschaftstracht tragen an diesem Tag und auch die Großmütter. Die Biberfellkappe war ja ursprünglich die Hauptkopfbedeckung der Bregenzer Wilderinnen. Sie war aber so kostbar, sie hatte den Wert einer Kuh. Und nicht jeder Bauer konnte für seine Frau sich so eine teure Kopfbedeckung leisten. Und daher wurden die dann abgetauscht mit der jetzigen Wollmütze, mit diesem Spitzhut, der nach oben gekämmt ist, die Wolle eben nach oben gekämmt ist und mit 12 Punkten versehen ist, die 12 Apostel bedeuten.